du bist auf der Suche nach einem nachhaltigen und umweltschonenden Material, dann wirst du an Hanf als der nachhaltige Rohstoff der Zukunft nicht vorbeikommen. Was aber steckt jetzt hinter Hanf und warum sollst du den vielseitigen Stoff auf deiner Haut tragen? Das erfährst du in meinem neuen Video. Ganz ehrlich, woran denkst du, wann du Hanf hörst? Doch sicher nicht an Hosen, T-Shirts oder Jacken. Doch Hanf ist wirklich vielseitig einsetzbar. Und alle Pflanzenbestandteile von der Faser über die Samen bis hin zu den Pflanzenresten werden für unterschiedliche Produkte verwendet. Und eben auch für Kleidung. Und so bietet die pflanzliche Modewelt neben Baumwolle nur unzählig andere Materialien. Und ein Riesen-Comeback feiert gerade Hanf. Was aber verbirgt sich hinter dem Hanf Revival? Nutzer umfassen alle Hanfsorten, die nicht für Medikamente oder Rauschmittel verwendet werden. Es handelt sich sozusagen um die brave kleine Schwester der THC-reichen Sorten. Während in Österreich Nutzhanf 0,3% THC enthalten darf, so sind es in Deutschland 0,2%. Weil aber Nutzhanf einen sehr hohen Anteil an Fasern hat, das heißt ungefähr 30-40%, ist das Material besonders spannend für die Textilbranche. Zurück zum Anfang und zum Hintergrund von Hanf. Schon vor 12.000 Jahren hat man in China und Persien Hanf verwendet. Aus den Fasern stellten sie dann Papier, aber auch Textilien her. Auch die erste Bibel von Gutenberg wurde 1455 auf Hanf gedruckt. Hanf war aber sehr beliebt für Tauwerke und Segel von großen Schiffen. Man würde es kaum glauben, aber die erste Levi's Jeans 1870 ist aus welchem Material bestanden? Natürlich auch aus Hanf. Was ist aber passiert und warum hat Hanf heute noch so ein Imageproblem? Mit der Industrialisierung ist Hanf langsam verdrängt worden. Und neue Maschinen, die entwickelt worden sind, haben eben die Baumwollverarbeitung unterstützt. Und in den 1930er Jahren geriet dann die Pflanze wegen ihres THC-Gehalts in Verruf. Daher ist der Anbau natürlich zurückgegangen und viele Verwendungsmöglichkeiten sind in Vergessenheit geraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann der Anbau von Hanf gänzlich verboten worden. Erst seit 1996 ist in Österreich, aber auch in Deutschland, der Anbau von Hanf wieder erlaubt. Doch der Nutzhanf ist jetzt arm an THC, weswegen er sich auch nicht für die Weiterverarbeitung von Drogen eignet. Aktuell sind 52 Sorten von der EU zugelassen. Landwirtinnen und Landwirte beklagen sie aber, weil sie eben keine Sorten kriegen, die zugelassen sind. Nur dazu übersteigt der THC-Gehalt dann manchmal diese 0,2 oder 0,3% Grenze. Darüber hinaus ist ja die Qualität des Nutzhanfs, das in Europa zugelassen ist, mit dem in China nicht zu vergleichen, weswegen die Produktion oder der Rohstoff für Textilien nicht so leicht herzustellen ist, beziehungsweise halt auch nicht konkurrenzfähig ist. Wie aber schaut es jetzt aktuell mit dem Anbau von Nutzhanf aus? 2019 wurde in Deutschland 3600 Hektar Hanf angebaut. In Österreich sind es ungefähr 2000 Hektar. Der Umsatz, das mit diesen Produkten erzeugt wird, ist ungefähr 68 Millionen Euro. Beide Länder zählen somit nach Frankreich zu den Ländern in Europa, die am meisten Hanf anbauen. Im Vergleich dazu, 1993 sind in ganz Europa nur 6000 Hektar an Hanf angebaut worden. Wie nachhaltig ist jetzt aber Hanf ökologisch betrachtet? Wenn man sich den Anbau anschaut, kann man sagen, Hanf ist wirklich anspruchslos und wächst fast auf jedem Boden, von den Tropen bis hin zu Sibirien. Zu den Hauptanbaugebieten zählt Europa neben China und Kanada. Schaut man sich jetzt den Textilliebling an, dann wächst er nur in den warmen Gebieten, also den Tropen oder den Subtropen. Als Gebiete für den Anbau eignet sich dann natürlich Indien, China, USA und gewisse Länder in Afrika. Man kann also sagen, der Baumwollgürtel. Vorprogrammiert sind die langen Transportwege. Schauen wir sich jetzt den Wasserverbrauch an, kann man auch sagen, dass Baumwolle eine intensive künstliche Bewässerung braucht, also blaues Wasser, im Gegensatz zu Hanf. Was natürlich auch an den Anbaugebieten liegt. Eine Vergleichsstudie vom Umweltforschungsinstitut Stockholm, Environmental Institute, die sich den ökologischen Fußabdruck von Hanf, Baumwolle, aber auch Polyester angeschaut hat, hat ergeben, dass Hanf die umweltfreundlichste Faser ist.
Besonders, wenn man sich den Wasserverbrauch anschaut. Während 1 Kilo Baumwolle 9700 Wasser verbraucht, so ist bei Hanf für 1 Kilo 2400 bis 3400 Kilo Wasser erforderlich. Das entspricht am 75%ig geringeren Wasserverbrauch. Die Studie dazu findest du in meinen Notes. Auch nicht erforderlich ist der Einsatz von Herbiziden. Hanf wird bis zu 4 Meter hoch und entwickelt eben viele Wurzeln. Darüber hinaus ist sein Blätterwerk bis Juli so dicht, dass die Beikräuter eben viel zu wenig Licht kriegen und eingängern. Und deswegen brauchst du Hanf nicht chemisch mit Herbiziden bespritzen, was gut für die Insekten, also für die Bienen und die Bodentiere ist. Auch ist kein Einsatz von chemischen Fungiziden erforderlich. In Hanffeldern herrscht eigentlich ein sehr feuchtes Klima, was eigentlich perfekt für den Pilzbefall wäre. Nur ist die Hanfpflanze dahingehend resistent. Das heißt, es kann komplett auf chemische Fungizide verzichtet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Hanf die Samen, die Blätter und die Stränge verwendet werden können. Das heißt, der Rohstoff wird optimal genutzt. Aus den Fasern selbst werden beispielsweise Textilien, das heißt Kleider, Handtücher, Matratzen, Rucksäcke gemacht oder auch die Innenverkleidung von Autos. Es wird als Beton- und Dämmmaterial verwendet. Gepresst und verleimt entstehen aus den Pflanzenteilen sogar Bretter, die schlussendlich dann für Möbel verwendet werden können. Der nächste Teil sind Früchte, also essbare Früchte in Form von Nüssen. Sie sind reich an Proteinen, Vitaminen, aber auch Mineralstoffen und gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Kleine Mengen werden auch für Brot oder Müsli verwendet und es lässt sich sogar Mehl daraus herstellen. Auch die Samen lassen sich als Brotaufstrich, Schokolade oder für Brot verwenden. Aus Hanfsamen wird ein Öl gewonnen. Weiterverarbeitet wird das Öl dann in Kosmetik, Lacken oder Farben eingesetzt. Die Samen enthalten auch Tenside, weswegen man ein biologisches Waschmittel herstellen kann. Auch die pharmazeutische Bedeutung wächst wieder und so wird Hanföl sogar bei Neurodermitis oder bei Allergien eingesetzt. Auch die Blätter und Pflanzenreste werden verwendet. Die Biomasse wird in Kraftwerken zu erneuerbarer Energie verwertbar. Und aus den Resten der Stränge wird dann Einstreu für die Tiere gemacht, weil es eben sehr saugfähig ist. Auch ist Hanf sehr widerstandsfähig. Deswegen kann Papier aus Hanffaser öfters recycelt werden als Papier aus Holzfaser. Was natürlich den Rohstoffkreislauf jetzt wieder verlängert. Auch bringt der Anbau von Nutzhanf dreimal so viel Pflanzenfaser wie der von Baumwolle. Auf der gleich großen Fläche musst du dir vorstellen. Was aber bedeutet das jetzt für dich? Hanf ist reißfest, langlebig und haltbar. Hanf ist dreimal so reißfest wie Baumwolle und somit eine der reißfestesten Naturfasern, die es gibt. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Motten und Käfer mehr machen. Weil im Hanf kein Eiweiß enthält, ist es für Motten und Käfer gänzlich uninteressant, darüber herzufallen. Du hast einen höheren Schutz gegen UV-Strahlen. Hanfstoff selbst absorbiert bis zu 90% der UV-Strahlen. Herkömmliche Materialien wie zum Beispiel Baumwolle oder Leinen, die absorbieren nur 30-60% der UV-Strahlen. Auch wirkt es geruchsbildend entgegen. Das liegt an den antimikrobiellen Eigenschaften der Hanffaser. Und wer kennt die Situation nicht? Es ist wieder einmal eine anstrengende Sitzung, die ewig dauert und natürlich ist man sehr, sehr nervös. Das heißt, mit einem Hanf-T-Shirt, das du vielleicht unterm Hemd trägst, riechst du viel, viel später diesen Schweißgeruch, beziehungsweise entwickelt er sehr viel, viel später. Die Hanffaser selbst ist ja sehr feuchtigkeitsregulierend, was natürlich dann einen sehr hohen Tragekomfort ergibt. Hanffaser nimmt Feuchtigkeit sehr schnell auf, gibt es aber auch wieder sehr schnell ab. Das erzeugt natürlich ein kühles Tragegefühl, gerade im Sommer, wenn es heiß ist. Aber auch gleichzeitig diese atmungsaktive und isolierende Eigenschaft ist natürlich im Winter super und hält uns warm. Da gibt es wirklich nicht viel natürliche Materialien, die das von sich behaupten können. Und Materialien aus Hanffaser absorbieren auch und nehmen sehr viel Feuchtigkeit auf. Deswegen werden sie gern für Handtücher, Leintücher oder eben für Kleidung für Kleinkinder verwendet. Und aufgrund eben dieser antibakteriellen Eigenschaft riecht das Hemd oder das T-Shirt, was auch immer du dir kaufst, länger frisch und es fühlt sich auch richtig gut auf der Haut an. Als Naturfaser ist natürlich Hanf auch biologisch abbaubar.
Und wenn du beim Kauf darauf achtest, dass deine Kleidung eben fair und nachhaltig produziert worden ist, eben ohne chemischen Zusatzstoffen oder Farben, dann schonst du damit sogar die Umwelt. Für alle, die noch nie eine Hanfkleidung getragen haben, Hanf fühlt sich an sich ein bisschen fester an. Das hat aber gerade im Winter jetzt den Vorteil, dass es eben, gerade wenn du es als Unterhemd oder Unter-T-Shirt oder Unterleiberl trägst, dass es dich einfach warm hält, weil es einfach auch gut isoliert, aber dennoch atmungsaktiv ist. Und der große Vorteil ist, wenn du öfters wascht, dann wird es auch weicher. Also die Hanffaser vom T-Shirt öfter wascht, dann wird es weicher. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was mitgenommen von dem, was ist Hanf aus ökologischer Perspektive, was ist es für Vorteile, wenn du es trägst. Und ich freue mich auf deine Kommentare, wenn du Fragen hast, raus damit. Gerade Hanf bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist ja sehr vielseitiger Stoff, man würde es kaum meinen. Und du wirst das meist nicht zu 100% finden. Das heißt, du wirst jetzt keine Kleidung finden, das 100% aus Hanf besteht, sondern es wird einfach zu 40%, zu 50% zum Beispiel mit Baumwolle kombiniert. Also, ich freue mich über deine Kommentare, wenn du noch irgendwas wissen willst. Und wir sehen uns, abonniere den Kanal, leite die Glocken und wir hören uns beim nächsten Mal. Baba!